paar Trassen waren und unser Bus nach Hamburg passt. Okay, das hier ist bzw. war unser Hotel nach Paktos. Der offizielle Preis, der in der Tür angegeben ist, sind 61 Euro. Wir haben jetzt bei Internetbuchung 40 Euro pro Nacht bezahlt, also 20 pro Person. Dafür gibt es das Bett selbstverständlich, was ich allerdings als nicht als Doppelbett, sondern als zwei zusammengeschobene Einzelbetten herausstellte, was ziemlich blöd ist, weil die Dinge auch die ganze Zeit verrutscht sind. Dann Klimaanlage, wobei die allerdings ehrlich gesagt eher schlecht als recht funktionierte. Dazu eine Kommode, ein Stuhl, einen richtigen Kleiderschrank, Spiegel, Schreibtisch, ein Kühlschrank, sehr praktisch, eine weitere kleine Kommode, ein Fernseher. Ob der irgendwelche deutsch- oder englischsprachigen Programme empfiehlt, keine Ahnung, wir haben mich ein einziges Mal angemacht. Man sieht das Zimmer relativ klein, aber zumindest von der Ausstattung fast schon luxuriös. Dann das Bad natürlich, mit auch nochmal einem extra Spiegel und einer richtigen Duschwanne. Allerdings hätten sich die auch sparen können, sind die so klein und der Vorhang so schlecht angebracht, dass man ohnehin immer das gesamte Bad unter Wasser setzt. Und dazu der Balkon, der ist eher klein und schmal. Es gibt da auch nur einen einzelnen Plastikstuhl und die Aussicht ist jetzt auch nicht wirklich überragend, aber wenn man jetzt sozusagen nicht viel Wert auf den Balkon legt und so einen eher als nice to have betrachtet, auch nicht ganz so schlecht. Auf halbem Weg gibt es hier ein kleines verlassenes Café, das anscheinend zugemacht hat. Da direkt hinter uns ein weiteres Café ist. Das war jetzt aber optimal für unsere Frühstückspause. Es ist hier insgesamt relativ leer, relativ wenig Leute. Das ist sehr angenehm. Verrückt ist, dass hier viele Gebäude, unter anderem auch dieses Café, direkt in den äußeren Wall der Festung eingebaut sind. Und ja, man muss zwar hier sehr steile Berge hochlaufen, was in der Mittagshitze nur bedingt angenehm ist, dafür wird man aber mit unglaublichen Aussichten entschädigt.
hier auf dem äußeren Wall oder einem der äußeren Wälle von der venezianischen Festungspraxis. Und wo wir hier sind, ist offensichtlich einer der alten Türme oder etwas in die Richtung. Das ist alles noch relativ gut erhalten. Auch wenn man dieses schlechte Graffiti hier, was man hoffentlich sehen kann, zeigt, nicht allzu pfleglich damit umgeht, anscheinend in Griechenland. Hier wird immer von weit außen in der ganzen Stadt sichtbar die griechische Fahne auf dem Turm gehisst. Das hier ist anscheinend das Netz einer Köcherspinne. Ich hoffe, man sieht es auf dem Video, es ist ein Spinnennetz auf dem Boden, welches in der Mitte ein Loch hat und dann in eine Art Köcher oder Höhle reinläuft. Da drin sitzt wohl die Spinne, um alles zu fressen, was in diese Falle gerät. Man sieht sie allerdings nicht gerade. Erwähnt. Sie bekam wegen der Kreuzzüge eine hohe Bedeutung als Tor oder Sprungbrett halt ins Byzantinische Reich, also von West nach Ost. 1204 kam sie das erste Mal unter die Kontrolle der Venezianer, diese dann jedoch wieder verloren und sie 1407 zurückbekam und dann diese Festung hier ja, ausbauten, wesentlichen Bauten, um eben die Stadt und vor allem die Kontrolle über die, den Zugang zur korinthischen Bucht oder zur Bucht von Korinth zu kontrollieren und gegen das Osmanische Reich zu schützen. 1497 ging dann die Stadt endgültig ans Osmanische Reich, bis sie dann eben mit der Unabhängigkeit Griechenlands eine Aufnahme der Festung vom Hafen aus. An der beiden griechischen Fahnen hier wegen kann man sehr gut sehen, wo wir am Vortag noch in der Festung waren.
über der beiden Fahnen ist der Turm mit dem kleinen verlassenen Café, wo wir Pause gemacht haben. Und die obere Fahne ist einer der Türme, der eigentlich. Krass. Viel besser als das im Supermarkt. Ja. Eine Möglichkeit, Geld zu sparen, ist immer, einen Restaurantbesuch durch ein Picknick am Strand zu ersetzen. Wir waren gestern in einem Restaurant, es ist jetzt zwar durchaus etwas günstiger als in Deutschland vielleicht, wenn man die Lage mit einbezieht, aber auch nicht so richtig günstig. Wir haben gestern jeder nicht viel gegessen, jeder nur zwei Vorspeisen, sind als Vegetarier da eh immer relativ günstig unterwegs. Trotzdem haben wir für diese zwei Vorspeisen pro Person plus etwas Wein und Wasserbrot insgesamt 27 Euro bezahlt. Und das, obwohl wir nach einem günstigen Restaurant gesucht haben, nicht direkt am Strand gegessen haben. Der Wein war auch das günstigste dabei. Wir haben einen halben Liter Wein, der für mich als Nicht-Weinkenner, würde ich sagen, sogar relativ gut war, für 3,50 Euro bekommen. Wein ist in Griechenland ohnehin sehr günstig, also ein Paradies für Weinliebhaber. Dann haben wir jetzt diesen Supermarktwein, der in einer schrecklich billigen PET-Flasche ist. Anderthalb Liter haben hier 4 Euro gekostet. Trotzdem ist das Ganze sehr trinkbar. Man darf sie also nicht von dem Äußeren abschrecken lassen. Zurück zu unserem Picknick. Wir haben also diesen Wein, aus dem wir gleich mit Sodawasser eine Weinschorle machen werden. Wir haben uns nicht sehr öko Plastikbecher, die jetzt gerade noch eingepackt sind, im Supermarkt geholt. Ansonsten gibt es gefüllte Weinblätter, gebratene Auberginen, Okraschoten in Tomatensoße, was ja lustig ist, weil diese Dose komplett eine deutsche Beschriftung hat. Hinzu auch quasi selbstverständlich Schafskäse und Sesambaguette. Ohnehin gibt es hier sehr viel Gebäck mit Sesam. Heute zum Frühstück hatten wir auch Gebäck, auch sehr nett, eine Art Brot mit Schafskäse überbacken und eine Blätterteigtasche mit Spinat und Schafskäse gefüllt. Gibt es auch in Deutschland, dann meistens aus der türkischen Küche, war hier aber durchaus besonders lecker und auch sehr günstig. Gut, wir gehen jetzt zum Essen über, so viel dazu. Hafen noch gepackt ist. Dieser ist besonders aufgrund der Seeschlacht von Lepanto 1571 bekannt. Diese Schlacht ist deshalb so bedeutend, zum einen, weil sie die letzte Galeerenschlacht der Geschichte war, zum anderen, weil in dieser Schlacht die Vorherrschaft des Osmanischen Reichs über das Mittelmeer gebrochen wurde und somit der Vormarsch und besonders die Bedrohung Venedigs durch das Osmanische Reich aufgehalten wurde. In jeder Ecke gibt es hier kleine Kaffeeläden, die man sich ungefähr vorstellen muss wie ein kleineres Starbucks, wo es unterschiedliche Kaffeesorten gibt, man sich aussuchen kann, ob man ganz ohne Milch, mit Sahne, Hüllchen, Süßgraben, mit Aromen, eben bei Starbucks natürlich angesichts der Hitze auch alles über diese Eiskaffee-Varianten. Das Faszinierende ist aber, dass es so quasi ist wie Starbucks, aber nicht annähernd zu teuer ist, sondern genau genommen sind vergünstigt. Die verschiedenen Kaffeesorten kosten halt alle zwischen 1 Euro, 1,50 Euro, je nachdem was man möchte. Wie zum Beispiel ein Eiskaffee, entsprechend mit Milch und so weiter, wenn man ihn klassischerweise kennt, für 1 Euro. So, fürs
Fall super. Man kann jetzt halt Reiskaffee trinken. Okay, wir sind jetzt in einem Restaurant auf dem Meer. Wir haben uns hier ein nettes Essen zusammengestellt. Ein paar vegetarische Sachen gibt es zum Glück. Auch zum Beispiel grüne Bohnen und Tomatensauce. Dann haben wir frittierte Zucchini. Tzatziki, da mit Brot. Einen gebackenen Feta-Käse mit Tomaten. Eine großartig aussehende griechische Salat. Und dazu weiß ich. Als sie gerade ein riesiges Insekt lang flog, war sie zunächst eine Libelle. Aber dann setzte sie auf den Tisch und wir sahen tatsächlich eine Gottesanbeterin. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es in Europa gibt, aber offensichtlich in Griechenland heimisch. Hinter mir seht ihr die Kathel-Bushaltestelle. Kathel ist ein Zusammenschluss von griechischen Genossenschaften, die die Fernverkehrsbusse, von denen die Fernverkehrsbusse sind. Wir haben gestern schon unsere Tickets nach Athen geholt. Bis wir das Büro gefunden hatten, sind wir allerdings fünfmal daran vorbeigelaufen. Denn man sieht über dem Schild und der Beschriftung die Markise. Und alle Griechen, die uns das völlig korrekt und freundlich beschrieben hatten, haben immer von Bus Station gesprochen. Wenn aber nicht wie jetzt gerade Leute mit Koffern vor dem Büro stehen, kann man sich kaum vorstellen, dass diese kleinen Straße hinter mir die Fernverkehrsbusse halten. Das Ganze ist übrigens auch ein perfektes Beispiel, warum man sich nicht auf Reiseführer verlassen sollte, weil wir vorher zwei namhaften und sehr aktuellen Reiseführer nachgeschaut hatten. Und beide Reiseführer haben gesagt, es gibt keinen direkten Bus von der Pankos nach Athen. Das ist aber offensichtlich falsch, denn wir konnten ja für morgen früh unsere Bustickets schon im Vorfeld holen. Es war auch sehr schlau, das im Vorfeld zu machen. Dann hätten wir sozusagen kurz vor Abfahrt verzweifelt nach diesem Büro gesucht und es nicht gefunden, wäre es vermutlich Panik gewesen. So war es relativ stressfrei, auch wenn wir einmal in die Enge gelaufen sind und dann vier verschiedene Geschäfte fragen mussten.